Der Verein gegen Tierfabriken hat schwere Vorwürfe erhoben, dass mancherorts Schweine und Rinder vor ihrer Schlachtung unnötig gequält werden unter groben Verstößen gegen bestehende Gesetze. Konkret geht es jetzt um die Missstände in einem Klagenfurter Schlachthof. Konsequenzen werden gefordert, und zwar rasch. Hier im Klagenfurter Schlachthof hat man auf die Vorwürfe reagiert. In einer mehrstündigen Krisensitzung sind laut Schlachthofbetreiber Maßnahmen gesetzt worden, dass Vorfälle, wie sie vom Verein gegen Tierfabriken erhoben wurden, nicht mehr vorkommen. Auf den vom Verein heute veröffentlichten Videos sind Vorgänge zu erkennen, die nicht dem Tierschutz entsprechen würden. Tiere werden dabei vor der Tötung geschlagen, auch Elektroschocker werden eingesetzt. Vom Schlachthofbetreiber werden die Fehler eingestanden, zu einem Interview ist er aber nicht bereit. In einer Stellungnahme heißt es nur, dass tierschutzrelevante Bereiche nun permanent beobachtet werden, dass bauliche Änderungen getroffen und Mitarbeiter besser geschult werden. Außerdem soll eine noch intensivere Zusammenarbeit mit den Behörden folgen. An der Krisensitzung hat auch die Veterinärabteilung des Landes teilgenommen. Dort hatte man aber noch nicht die Möglichkeit, das gesamte Videomaterial auszuwerten, heißt es. Beim heutigen Lokalaugenschein seien aber schon erste Verbesserungsschritte eingeleitet worden. Der Schlachthof selber hat Aktivitäten gesetzt, dass eben dort Überwachungspersonal zusätzlich eingesetzt wird. Auch die Tierärzte im Schlachthof sind aktiv, und deswegen gehe ich davon aus, dass die Zustände, die da kurz angeschnitten sind, auf den Bildern schon abgestellt sind. Aber nichtsdestotrotz soll die Anlage noch besser ausgestaltet werden, sodass es leichter möglich ist, die Tiere dort einzubringen. Gegen den Schlachthofbetreiber wurde ein Verfahren bei der Bezirksverwaltungsbehörde eingeleitet.